Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne. Ja, meine Stimme ist ein bisschen lädiert. Ich bin auch eben nochmal zum Boss gelaufen, hab ihn versucht, bin leider gestorben, aber ich habe rausgefunden, dass man hier so ein bisschen cheesen kann. Ich will das jetzt nicht unbedingt provozieren, aber naja. Mal gucken, wie es funktioniert jetzt. Dieser doofe Panther, der mich schon zweimal getötet hat. Welcherweise. Hoppala. Upp. Na, Kleiner. Wolltest du frech werden, oder was? Ach, shit. Jo, das war... Okay. Oh, Alter, sag mal, was mache ich denn? Das wollte ich. Bam, gut. Oh, Mann, Leute, ja, meine Stimme hört sich echt ein bisschen grausig an. Gib mir dein Fiolen, du Schwein. So, ich spiele es übrigens online, falls man es noch nicht gesehen hat. Da lag eine Nachricht. Und ja, die kann ich jetzt wunderbar sehen. Glaubst du? Wölfchen! Oh, der ist gierig. Das ist ganz easy, die Wölfchen. Kannst du nämlich staggern, wunderbar. Und die geben eine Menge Fiolen übrigens zurück. Guck mal hier. Ne, gib mal. Drei Stück immer. Und eine Blutsteinscherbe. Cool. Wusste ich gar nicht. Oh Gott, warte mal. Oh, das wollte ich jetzt auch nicht, aber. Ich glaube, ich brauche auch ein paar Kugeln. Da der Bosskampf mit Kugeln viel leichter ist. Ah, Mann. Ja, ich habe keine Schmerzen oder so. Es hört sich aber wirklich böse an, ne? Das ist leider so. Keine Halsschmerzen. Jo, eine Bestie. Moin. Okay, versuchen wir es nochmal. Ihr seht den Weg zum Boss. Der ist ein bisschen länger, aber soll uns ja nicht stören, ne? Heftiger Gesell, dieser Pater. Der hat mich eben einfach weggehauen in der zweiten Phase schon wieder. Bevor er zum Wolf wurde. So. Zeige ich euch mal, wie das schnell geht hier. Hab ich ja schon mal gemacht letztes Mal. Na kommt. Bam. Warne? Willst du? Ja, komm. Kriegste. Keine Fiolen mehr. Ich glaube, von denen kriege ich auch noch Fiolen, von daher. Ich töte dich mal. Oh. Oh. Die Arschpranke. Mann. Ja gut. Komm. Gut. Oh, guck mal, ein Geist. Hallo, Kumpel. Holen wir uns den mal. Ich glaube, die lassen auch noch was Schönes fallen, wenn man die tötet. Ne? Nee, der jetzt nicht. Und? Oh. Ich dachte, ich habe ihn gestaggert. Habe ich aber wohl nicht. Oh, zwei Blutfiolen, sehr schön. Gut. Mit 17 Kugeln versuchen wir den Boss nochmal. Leute, der ist echt krass. Richtig krass, der Typ. Deswegen nehme ich auch mal die Waffe. Da habe ich eine höhere Reichweite mit. Ich zeige euch mal, wie man ihn cheesen kann, so ein bisschen. Also so jetzt nicht. Da sind hier Grabsteine. Da sind Grabsteine. Au. So, zum Beispiel kann man ihn cheesen, aber naja, das ist halt mehr schlechter als recht. Ja, seht ihr? Einfach da durchstechen die ganze Zeit, voll billig, ne? Werde ich aber natürlich nicht machen, denn ich kann ja auch schlagen.
Spiel wird sich gestaggert, also ich. Komm, Gesicht. Na komm. Au. Au, au, au. Muss ein bisschen konzentrieren, ich kann auch nicht so viel reden, Leute, ihr kriegt's ja mit. Na komm. Du Sackgesicht. Oh shit. Wie mich auf dem Boden immer wieder kriegt, ne? Au. Gibt's doch nicht. Wie gesagt. Oh nö. Jetzt wird's richtig eklig, Leute. Phase 2. Weil die dritte noch viel schlimmer ist. Noch viel schlimmer. Aha. Komm. Ist mich eh nicht hier durch. Oh, jetzt wird's böse. Jetzt wird's richtig böse. Alter, ich weiß nicht, was ich tun soll gegen ihn. Wenn er das hier macht, dann wäre ich schon noch rum. Nein. Oh ja, komm. Oh nö. Oh nö. Gott, Leute, ich hab grad so einen Schiss. Der so schnell. Nee. Alter. Alter. Nee. Seht ihr das? Seht ihr das? So, und der nächste Versuch. Eieieiei. Dieser Boss, der macht mich fertig, Leute. Der macht mich echt fertig. Soll ich meine Seelen holen? Sind die das? Nee. Sind meine Seelen? Meine Seele. Naja, ich hab schon gesehen, was du machen willst, ne? Ich muss ihn, glaube ich, ein Stückchen cheesen, soweit. Oh. Komm her, Kleiner. Ich geb's zu, ich bin zu schlecht für den Boss. Ich weiß nicht, wie ich den beikommen soll. Au. Ja, so zum Beispiel schon mal nicht. Prügelt mich durch die Grabsteine, guckt euch das mal an. Na komm. Ich will dich nur in die letzte Werwolf-Phase und dann gucken wir mal, wie es läuft. Au. Nee. Nee. Nein. Arschkrampe. Blöde Arschkrampe. Nein, der verwandelt sich, ne? Nein. Ich glaube, ich muss einfach aggressiver werden. Oh ja, nein, zu spät. Nein, 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 nein. Alter!
Follow-ups. Ja, es kommt. Alter. Okay. Das, ja. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Weedon Grabschlüssel. Patatros Jasquan. Ja, entschuldigt. Wie gesagt, meine Stimme ist total im Arsch, aber... Ja. Meine Seelen habe ich auch wieder. Steht hier. Keine Gnade für falsche Götter. Das ist gut. Keine Gnade für Hunde. Okay. Boah, was ein Boss, ne? Also mit dem habe ich richtig Probleme gehabt jetzt, gebe ich zu. Ihr habt es gesehen, ich bin 4, 5 Mal gestorben. War nicht schön. War echt nicht schön. Komm. Gehen wir zurück in den Traum des Jägers, komm. Oh, da ist noch einer. So, Traum des Jägers. Sind wir da? Ist ja einer gestorben? Was hast du denn gemacht? Warte, warte, warte. Ernsthaft? Der hat sich hier umgebracht? Was ist nur für eine Pfeife? Naja, kann man ja mal machen, ne? Was habe ich jetzt eigentlich bekommen? Habe ich ein Item bekommen? Der Odeon-Grabschlüssel. Schlüssel zum Tor, das das Grab Odeons versperrt. Oh, Oedons, nicht Odeon. Was haben wir denn? Jenseits des Grabs findet man die Oedon-Kapelle im Zentrum des Kathedralenbezirks. Doch heute ist die Kirche verlassen und man sagt, dass die Einwohner von Oedon verrückt geworden sind. Ja, sind sie irgendwie alle, ne? Irgendwie sind alle verrückt. Was haben wir denn? Ich würde mir gerne Zeug kaufen, aber ich weiß nicht. Ja, den hier zum Beispiel, den Talisman. Oder den Kirchenhammer. Ich kaufe mir den jetzt mal, komm. Ihr wollt eine neue Waffe sehen, bitteschön. Und ich gehe mir noch ein paar Seelenlevel holen, beziehungsweise Blutlevel bei der lieben Puppe. Willkommen daheim, guter Jäger. Oh. Ich muss eingenickt sein. Was nichts. Wünscht ihr? Das macht uns Püppchen. So. Nun gut. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Das macht nichts, Püppchen. Ja, ich hoffe mal, meine Stimme ist nicht zu kratzig für euch, weil ich weiß, das hört sich sehr unangenehm an, aber... Naja. Gut. Lebt wohl, Gummel. Oh, Entschuldigung, ich habe sie unterbrochen. Grab Oedons. So viel ist es gar nicht, ne? Also so viele Wegpunkte gibt's nicht, es sei denn, es geht über den Bildschirm hinaus, was ich ja super fände. Ich will hier ganz kurz mal umsehen. Ist hier noch was? Was zum Aufheben? Ich denke ja nicht, oder? Das sieht so genial aus hier. Das ist ein kaputter Friedhof, ne? Hier blubbern überall diese Hinweise auf dem Boden. Riecht nach Ekelblut. Okay. Oh, das geht. Richtig gut. Kann man den Boss irgendwie cheesen? Wisst ihr das? Ich meine, ich habe ihn ja schon ein bisschen gecheesed, indem ich ihn durch die Wand getötet habe, teilweise, aber... Das war mir echt so ekelhaft. Oh Gott, guck mal. Aha. Keine Gnade für Kinder, sag mal... Rotjuwelbrosche, was ist das denn? Was ist das denn? Hellrote Brosche bringt Tropfen, Blutedelstein. Hellrote Brosche einer Frau mit dem eingravierten Namen Viola. Vielleicht ist das Juwel ein Geschenk eines Jägers, zur Verwandlung in einen Tropfen Blutedelstein, der jede Waffe verstärkt. Mit dem richtigen Werkstattwerkzeug können verschiedene Waffen verstärkt werden. Okay. Da bin ich noch nicht so weit. Da fehlt mir noch was. Einiges wahrscheinlich. So. Gehen wir erstmal hier durch die Tür. Oder warte, daneben war auch noch was. Da war ich noch nicht ganz. Achso, ihr sagtet mir noch was. Das mache ich dann im nächsten Part. Das werde ich auf jeden Fall dann tun. Denn ich habe wohl noch was übersehen. Was heißt übersehen? Aber es gibt noch einen Weg, den man weitergehen kann. Obwohl es in dem Moment ja ein Rückschritt ist. Ich werde überrascht sein, habt ihr gesagt. Na gut. Lass es mich überraschen, ne? Ja. Schon wieder diese Kanäle hier unten. Dieses Brackige ist so eklig. Bah.
Ich kann es geradezu riechen, wie es hier nach Doom riecht. Ich versink da voll in der Welt. Das ist ganz krass bei mir. Oh. Aha, eine Kiste. Ich weiß nicht, gibt es hier Mimics oder so? Ein Blutedelstein-Werkstattwerkzeug. Yay! Ich habe das Werkzeug. Geil. Wo ist denn das? Ja, verstärkt Waffen mit Blutedelsteinen. Ein verlegtes Werkstattwerkzeug aus dem Traum des Jägers. Der Jäger, der es wiedererlangt, kann Waffen durch das Einfügen von Blutedelsteinen verbessern. Blutedelsteine verleihen Waffen bei einer Verstärkung Attribute, da Blut einen Organismus definiert. Okay. Wisst ihr was? Das mache ich eben. Das mache ich eben. Ich gehe nochmal zurück zum Traum des Jägers. Muss. Ja gut, das war jetzt ein bisschen umständlich, aber egal. Auf zur Glocke. Das jetzt einsetzen. Hier vielleicht? Aha. Ist nicht vorhanden. Ist ja schön. Ah, Blutedelsteinverstärkung. Verstärkte Waffen mit Blutedelsteinen. Blutedelsteine verleihen Waffen besondere Eigenschaften. Aha. Was? Blutedelsteineffekte? Blutedelsteinabdruck. Soll ich es einfach mal machen? Ich mache das jetzt einfach mal. Das geht gar nicht. Geht ja gar nicht. Schade. Ich dachte, das geht jetzt. Ich habe leider nicht genug. Oh, der Kirchenhammer. Den wollte ich euch ja mal zeigen. Warte. So. Hier. Ich bin zu schwach. Ich habe nicht die Stärke heraus. Oh Gott. Warte mal. Hey, nutzen wir einfach alle, komm. Wie viel Stärke habe ich denn überhaupt? Nicht genug. Ich war. Nun gut, lasst mich. Stärke. Oh Gott, 9. Das war ein Fehler, sich das Teil zu kaufen, glaube ich. Lebt wohl, gute. Das war ein Fehler. Warte. Können wir noch was verkaufen? Ja, die Klamotten vielleicht, so. Ich brauche auf jeden Fall 16 Stärke. Willkommen da. Was wünscht? Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich die habe. Oh Mann. Wäre ich lieber auf Stärke gegangen, oder? Der Ermit. Lebt wohl, guter Jäger. Möget ihr euer Heil. Ja, ja, danke schön. Ich will noch was? Nee, komm, ich geh zurück. Ich geh mal dahin, wo ihr sagtet. Zum Krankenschimmer. Krankenschimmer. So. Ich hab gesagt, ich soll hier mal die Treppe zurückgehen. Da gibt's nämlich noch was. Gucken wir mal. Seid ihr auf der Jagd? Dann tut es mir sehr leid, aber ich kann euch nicht hereinlassen. Ich bin Josefka. Die Patienten hier in meiner Klinik dürfen nicht der Infektionsgefahr ausgesetzt werden. Ich weiß, dass ihr für uns, für unsere Stadt auf der Jagd seid. Aber ich kann nichts machen. Bitte. Mehr kann ich nicht für euch tun. Okay. Josefkas Blutviole. Geht jetzt. Und Weidmanns Heil. Okay, was ist das? Was bringt mir das? Belebt die Sinne und erneuert einen größeren Teil der GP. In Josefkas Klinik erhalten eine Blutviole. Dieses verbesserte Blut ist sehr belebend und erneuert einen großen Teil der GP. Das Produkt eines langsamen und behutsamen Verfeinerungsprozesses. Diese seltene Blutviole stammt aus der Klinik. Okay. Braucht ihr noch etwas? Ja. Aber ich habe nichts mehr, was ich euch geben kann. Bitte, versucht meine Lage zu verstehen. Ich kann nur für eine erfolgreiche Jagd beten.
braucht ihr noch, aber ich bitte, ich... Das war's? Ich dachte, da kommt noch so viel, habt ihr gesagt. Da kommt doch noch so viel. Naja, so viel war es wohl nicht mehr. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, ich beende mal den Part. Ja, zum Traum zurückkehren. So. Ja, ich beende den Part. Ich danke schon mal für das ganze Feedback auf die anderen Folgen und auch auf diese. War echt super und ist super von euch, wer mich unterstützt. Gerne weiter so. Oh, ich muss meine Stimme mal schonen. Heute kommt ja noch ein Part. Den nehme ich dann später auf. Auf jeden Fall hoffe ich, wir sehen uns wieder zu Bloodborne.